Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking. Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Na, guten Afternoon, würde ich mal sagen, aus Kampot, Kambodscha. Bevor ich dann mit dem Thema anfange, Leben, Arbeiten und Wohnen in Kambodscha, möchte ich mich zuerst wie immer bei euch bedanken für die vielen positiven Kommentare und für die tolle Klickrate und auch die Watchtime bei den letzten Videos, muss ich eigentlich sagen. Also wunderbar, top gemacht. Danke dafür. Natürlich auch an die freundlichen Spender. Kurt, Gerhard, Benny und Franz, der immer viele verschiedene Währungen per PayPal schickt. Mal gucken, wie lange das noch gut geht bei PayPal, aber danke dir auch für das Stück Fleisch. Einmal die Woche, super. Im heutigen Video möchte ich euch mal, weil doch viele Kommentare waren und auch viele Anrufe bei mir sind, auch E-Mails, wie man denn hier ein Geschäft aufmacht, was man dafür braucht, ob man dafür Angestellte braucht, ob man dafür wie in Thailand vier Thais braucht, die dann bei einem arbeiten und. So, aber ich fange mal mit dem ersten Thema an, Einreise. Und dieses Video ist wirklich nur für die Leute, die länger als 3 Monate hier bleiben wollen. Ob unter 55 oder ab 55, also ich werde beide Varianten erklären. Wir fangen mit dem Visum an. Also bei der Einreise ist wirklich darauf zu achten, ob über Landweg oder über den Flughafen, dass ihr das Ordinary Visa benutzt. Ordinary Visa, das ist sowas von wichtig, weil mit einem Touristenvisum, das könnt ihr nicht verlängern. Doch 30 Tage allerdings nur. So, und danach müsst ihr das Land verlassen und dann müsstet ihr normalerweise wieder einreisen. Was ja nicht Sinn der Sache ist, wenn man von vornherein vorhat, hier mindestens 3 Monate zu bleiben. So, Altersgrenze. Erstmal können hier alle einreisen, alle kriegen auch ein Ordinary Visa. Egal, ob man 25, 20, 18 oder sowas ist oder eben halt auch älter als 55-Jähriger. Problem ist nachher nur bei der Verlängerung, dass man, wenn man 55 Jahre ist, dass man ein Rentnervisum bekommen kann. Und wenn man unter 55 ist, eben halt ein Businessvisum machen müsste. Fürs Businessvisum braucht ihr jetzt keine Company anmelden, aber ihr braucht eine Work Permit. Wobei ich wieder vom Kumpel gehört habe, oder der hat es auch so gemacht, der war nur 3 Monate oder 6 Monate Visum hat er gemacht und brauchte nicht mal eine Work Permit dafür. Erst als er dann auf 1 Jahr verlängert hat, also nochmal 6 Monate nachgeholt hat, dann brauchte er auch die Work Permit rückwirkend bezahlt. Also wenn man sowieso vorhat, länger zu bleiben, dann kann man das auch gleich von vornherein mit abschließen. Die Work Permit ist immer für 1 Jahr gültig. Das heißt, vom 1. Januar bis 31. Dezember sollte man bei seiner Einreise vielleicht mit beachten. Und ja, dass man da, wenn man im Dezember einreist und eine Work Permit beantragt, das macht keinen Sinn. Man spart nichts. Man hat $190 zu bezahlen und hat nur noch einen Monat nach. Das ist Quatsch. Man kann aber auch das rückwirkend machen, wie ich das gemacht habe. Dann habe ich fürs vorige Jahr $100 bezahlen müssen und dann eben halt nochmal die 190 obendrauf für das Folgejahr. Aber das mache ich mal alles gleich mal so Step by Step. Also Einreise. Ihr reist jetzt ein, ihr seid unter 55 Jahre alt, Ordinary Visa. Danach habt ihr vor, 4, 3, 6 oder 12 Monate hier zu bleiben. Wir gehen mal von 6 Monate aus und geht dann, weil man kann es auch alleine machen, aber das ist ein Höllenaufwand, vor allem wenn man kein
Khmer oder Englisch, der englische Sprache nicht so mächtig ist, so wie ich auch. Man versteht vieles nicht in diesen ganzen Formularen. Ach so, zu dem Ordinary Visa, ich werde euch nochmal ein Formular einblenden, dieses gelbe, wie das ungefähr auszusehen hat und wo ihr den Haken machen müsst. Macht da bitte kein Kreuz rein, weil die Kambus denken, das ist durchgekreuzt, das heißt, das wollen sie nicht, und geben euch ein Touristvisum, also einen Haken rein oder einmal so einen Strich von links unten nach rechts oben, das ist dann auch nicht, ja, nur so ein Tipp. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Also unter 55. Ihr geht zum Agent, die sind in jeder Stadt, sind diese Agents vertreten, wo ihr euren Pass abgebt, der sollte mindestens 6 Monate Gültigkeit haben. Und da zahlt ihr dann eine Summe X, 160 für ein halbes Jahr, glaube ich, kann auch ein bisschen mehr werden, je nach Agent, die, was die an Gebühren nehmen dafür. Aber das ist so ungefähr, die Preislage für ein Jahr Visum ist 300 und wir waren bei den unter 55, $350. Weil ihr ein Business-Visum beantragen müsstet dann. Gut. Wenn ihr das gemacht habt, also ihr müsst das mindestens 10 Tage, bevor euer 30-Tage-Visum abläuft, erledigt haben. Weil sonst kriegt ihr kein neues Visum, wenn das überweg ist. Na, also Einreise, 14 Tage, 3 Wochen, 14 Tage warten, dann zum Agent gehen. Könnt ihr auch gleich hingehen, die 30 Tage verfallen nicht, die kriegt ihr automatisch mit gut geschrieben und dann das Ganze beantragen und dann habt ihr auch innerhalb von 7 bis 10 Tagen euer Visum. Jetzt kommen wir mal zu den 55-Jährigen, also sprich eventuellen Rentnervisum. Ihr braucht hier keinerlei Nachweise, Rentenbescheide oder Einkommensnachweise oder sonst irgendwas dafür, um ein Rentenvisum zu bekommen. Nicht so wie in Thailand, 800.000 auf der Bank oder 65.000, glaube ich, sind das mittlerweile, Einkommensnachweis oder Rentennachweis vorlegen. Das ist, fällt hier alles weg, haben wir hier nicht. Ja, das zu dem Visa. Jetzt angenommen, ihr wollt hier eine Firma gründen. Hatte ich auch viele Anfragen, Firmengründung, was muss ich machen, wie auch immer. Wenn ihr euer Visum habt, also euer Jahresvisum oder 3-Monats-Visum oder ein halbes Jahr Visum, was auch immer, geht ihr zu eurem selben Agent, die sowas auch anbieten. Consulting-Firmen sind das meistens hier. Und eröffnet einfach eine Company. Da geht man einfach hin, sagt, ich möchte eine Company eröffnen und die machen das dann für einen. Kostet viel Geld. $800, so eine Company zu eröffnen. Da muss man sich aber auch vorher fragen, was will ich hier überhaupt machen? Will ich so als Internet-Nomade oder wie heißen die, hier durch die Gegend eiern, so wie ich das mache mit YouTube oder irgendwelche Webseiten gestalten oder ja, wie gesagt, Internet irgendwas machen, braucht man so eine Company nicht unbedingt, eigentlich überhaupt nicht. So mache ich aber eine Bar auf, ein Restaurant, eine Autovermietung oder eine Motorradwäscherei. Viele Grüße an Ali. So, dann muss ich das als Gewerbe anmelden, weil ich dann auch drauf Steuern zahlen muss. So, das macht aber alles die Consulting-Firma für euch und wie gesagt, kostet $800 und dann einmal im Jahr die Steuern bezahlen, was auch so zwischen, ja, plus minus 100 bis 300, je nach Umsatz, was ihr so habt. Also wie sie gesagt, alles sehr einfach. Man braucht hier, man hat auch, das ist wie so eine GmbH quasi, diese Company auch. Gut, jetzt, das ist für die unter 55-Jährigen. Jetzt gehen wir mal zu den Rentnern. Ihr seid jetzt hier als Rentner eingereist und habt euch dann irgendwann entschlossen, doch eine Bar aufzumachen oder ja, was auch immer. Ihr behaltet euer Visum für $300. Das steigt nicht auf $350 so für ein Business-Visum, das bleibt bei $300. Die andere Prozedur ist eigentlich das gleiche wie bei den unter 55-Jährigen.
Das heißt, ihr zahlt $800 für die Company und ja, einmal im Jahr Steuern. Namensgebung für die Company oder wenn ihr jetzt, die könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Ihr müsst drei Namen euch ausdenken, wobei der nicht in der Company-Registrierung, ich weiß jetzt nicht, wie das Ministerium hier heißt, die dürfen noch nicht vergeben worden sein. So, also da könnt ihr euren Familiennamen nehmen oder sonst irgendwas, so heißt eure Company halt. Wie eure Bar nachher heißt oder euer Motorradgeschäft oder das ist völlig, völlig Latte. Na, also drei Namen und dann, ja. So, was gibt es denn noch dazu zu sagen? Ach so, ja, Angestellte. In Thailand, glaube ich, braucht man mittlerweile 4 Angestellte oder 6. Ich weiß es nicht mehr so genau, wenn man eine Company aufmacht, die einem ja auch nur zu 49% gehört. Hier ist es so, die Company gehört einem zu 100% und man braucht hier auch keine Cambus einstellen. Also, Beispiel, ihr eröffnet ein Restaurant, ihr habt da einen deutschen Koch, ihr habt deutsche Bewirtung, die lasst ihr über eure Company laufen, die kriegen von euch auch eine Work Permit, es sei denn, sie haben schon eine und die dürfen bei euch arbeiten ohne irgendwas. Ihr müsst keine Cambus einstellen, wobei ich das immer fair finden würde, wenn man hier sowas aufmacht, dass man auch eine, wenn es nicht gerade ein deutsches Restaurant ist, man braucht einen deutschen Koch, würde ich aber die Bewertung auf jeden Fall kambodschanisch wählen, weil das ist ja ihr Land und man sollte das auch unterstützen. Also das waren auch so Fragen, um wie man hier eine Company aufmacht oder eine Firma gründet. Was war denn dann noch sehr wichtig? So, jetzt mal zu diesen Internetnomaden, die brauchen, so viel ich weiß, nur eine Work Permit, wenn sie unter 55 sind, aber irgendwie keine Steuern zahlen. Also man muss keine Steuern zahlen. Und die über 55-jährigen Rentner, die hier mit YouTube arbeiten oder sowas, brauchen nicht mal meine Work Permit dafür, weil das ist einfach, ja, fällt nicht ins Gewicht für die Jungs. Noch nicht jedenfalls. Ja, also in Thailand, da zahlt auch keiner Steuern, wenn er YouTube macht, aber ich bin mir da nicht sicher, ob die dann nicht irgendwann mal anfangen, bei den Leuten, die da richtig viel Geld mit verdienen, dass sie dann nicht mehr hinlangen werden irgendwann. So, das ist bei den Leuten. Was war denn noch wichtig? Ach so, ja, wenn man denn so eine Company mal angemeldet hatte, die läuft ja auch immer für ein Jahr und am Jahresende muss man dann nochmal wieder irgendwas bezahlen, aber nicht die kompletten Company-Gebühren, sondern nur die Steuern am Jahresende. Wenn man diese Company aber abmelden möchte, das macht auch die Consulting-Firma, kostet das nochmal $450 nur für die Abmeldung, was ich schon sehr frech finde. Aber Papa Staat muss ja hier auch von irgendwas leben. So, und wenn man das nicht macht, laufen die Steuern einfach weiter. Und wenn man die nicht bezahlt, dann ist man bei der nächsten Einreise wahrscheinlich im Arsch. Ja, weil das alles im Computer erfasst wird und dann macht das der Klick-Klick. Oh, Mr. Tom, keine Steuern bezahlt für 3 Jahre, nicht da gewesen. Ja, zahl mal oder ab in den Bau. Keine Ahnung, ob es so läuft, aber das wird auf jeden Fall, wird das, die Steuern laufen weiter, wenn man sein Gewerbe nicht abmeldet und seine Steuern nicht abmeldet. Ist auch nochmal sehr aufwendig, das Ganze, und kostenaufwendig, so muss ich sagen. Ja, was hatten wir denn noch? Ach ja, noch ganz wichtig, der Ausländer hier, also sprich wir Deutschen, also Ausländer, wir Badranks, wir Weißnasen, wir dürfen hier alles arbeiten, aber wirklich alles. Auch das, was ein Kambodschaner arbeiten könnte. Also wir dürfen hier Aschenbecher auslernen, wir dürfen auch ein Taxi fahren. Wenn wir das wollten, würde ich aber von abraten, weil da könnte doch passieren, dass sich die einheimischen Taxifahrer vielleicht doch ein bisschen aufregen. Aber vom Staat her ist das alles erlaubt. Man darf hier arbeiten, was man möchte und ja, alles legal und alles in Ordnung. Wobei ich auch da wieder sagen würde, man sollte den Kambo vielleicht keinen Job wegnehmen. Wie gesagt, Taxifahren oder ja, keine Ahnung, was jetzt so unbedingt Berufe von den Kambos sind hier. Weiß ich nicht.
Aber wie gesagt, sollte man nicht machen. Anstandsmäßig schon alleine nicht. Und dann hatten wir ja, was hatten wir denn dann noch? Ach so, ja, Geschäfte mieten. Man kann ja als Verlangen jedes Objekt anmieten, seinen Laden da reinbauen. Also man hat hier seine Firma, seine Company zu 100% in eigenen Händen. Wenn man natürlich eine Kambo-Frau hat, die der man vertraut, wird das Ganze viel günstiger. Wenn sie einen nachher nicht bescheißt oder alles mitnimmt. Das ist die zweite Sache, wenn man das auch mit Kambo laufen lässt. Ja. Ups. Ja, heute mal etwas kürzeres Video. Ich hoffe, dass ich da jetzt so die ganzen Themen angesprochen habe, wie hier irgendwas geht. Ach, noch ganz, ganz wichtig. Ich hatte hier eine Anfrage, ob man hier mit einem Personalausweis nach Kambodscha einreisen darf. Mein lieber Freund, das geht in keinem Land, glaube ich, außer in Europa oder so. Ich glaube, da funktioniert das noch mit Personalausweis, oder? Keine Ahnung, ich war ja lange nicht mehr in Europa. Ihr braucht schon einen gültigen Reisepass von 6 Monaten, damit ihr hier ins Land kommt oder kommen könnt. Das nochmal noch am Ende dran gehängt, fiel mir gerade so ein. Gut, das soll es dann auch gewesen sein mit der Information. Nochmal vielen Dank für die hohe Klickrate vom letzten Video und vom vorletzten. Schön, dass ihr bei dem Häuservideo oder bei meinem Umzugsvideo nur 7 Daumen nach unten gegeben habt. Super geil. Normal habe ich ja mal 20, 30 nach unten. Ja, in diesem Sinne, habt euch wohl, bleibt gesund und Tschüssikowski, euer Tom. There's no time for me. I've been flying from town to town.